Das sieht doch sehr bossig aus in der Ruine von Anor Londo hier. Bin ich richtig ausgestattet? Ich glaube schon. Ich könnte noch eine Estus-Scherbe benutzen, aber mein Gott, probieren wir es einfach. Boah, geht's gegen Eldritch. Okay, den haben wir im Intro schon gesehen. Sieht ein bisschen anders aus hier. Wow. Bisschen Magie. Schaden, wie es aussieht. Autsch, autsch, autsch. Da muss ich eventuell. Weg hier. Da muss ich eventuell eine andere Rüstung anlegen. Gegen Aldridge, wenn der Magieschaden macht. Da bin ich nicht geschützt hinter der. Hinter der Säule. Nein, 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 nein! Okay. 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 Das ging fix. Alles klar. Geht schon. Was macht man? Ist das jetzt. Die Frage ist das Magie oder ist das Dunkelschaden? Das wäre die erste Frage. Ich gehe mal kurz zurück. Und hol mir eine Aldridge. Eine Estus Charge mehr. Guck gerade mal was. So. Boah, das ist aber ganz schön fies. Also ich würde vermuten, dass es Magieschaden ist, was er macht, aber ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich brauche ich jetzt aber noch. Hoffentlich brauche ich keine Seelen, um das hochzuleveln. So. Well met. Tis good to see ye in good. What needs? What needs to be smitten? Habe ich es jetzt gemacht? Verstärken? Ja. Habe ich gemacht, oder? Ja. Werde ich schon gemacht haben. Jetzt müsste ich gleich 12 haben. Rocky fragt, was der Boss war, wo ich am längsten gebraucht habe. Weiß ich gar nicht mehr, für welchen ich am längsten gebraucht habe. Rothaar raus. Was? Ich weiß nicht, was du da schreibst. Rotation raus? Was ist denn mit Rotation raus? Was? Ach so. Acetylmann, wenn ich die richtige Rotation raus habe, dann haut man den locker um. Ja, das ist immer so. Man muss natürlich erkennen, was für Zauber der macht. So. Kann man beim Schild schauen, ob ich irgendwas anlege. Magie. 61. 67. 66. 70. Aber ist auch sonst schwach. Keine besseren? 61. 83, aber es ist ein Großschild. Kann ich sonst nichts mehr. Habe ich zu wenig Belastung? 70,3, sehr witzig. Jetzt hätte ein bisschen mehr. Ganz kurz gucken. Hat uns auch Drachenwappenschild. Hat noch besser gegen Dunkelschaden. Hat es dann doch dunkel. Mit der Weiß ist halt dunkel und Magie relativ gut. Das hilft da nicht so viel. Guck mal, irgendwas, was stark, ein bisschen gepanzert ist, noch gut gegen die Magie ist. 5. Ist aber sonst ziemlich müllig. Das mag ich dann nicht, wenn ich mit so komischen Sachen rumlaufe. Sieht aber nicht so aus, als hätte ich gegen Magie nochmal was Gutes, was nicht sonst in den anderen Kategorien so schlecht wäre.
Obwohl, nee, ich kann, ja das, kann das doch anlegen. Oh Gott, 70, was habe ich gerade erzählt? Irgendwas war mit 70,3. Wenn ich die Fackel weglege, geht das doch. Das ist aber nur 65. Hat natürlich gegen Feuer und Blitz noch. Hat aber viel mehr Haltung, was auch gut ist. Nehme ich den Schild und lege die Dings weg. Ja, das ist so auch ziemlich gut. Okay. Dann gebe ich mir jetzt mal, nachdem ich es extra gekauft habe, ein paar Bonusgeschichten mal. Goldenes, Blitze, Kiefernharz, Feuer. Ich bin mit den Blutungen nicht ganz sicher, wie viel Schaden sowas macht. Erwischt er mich natürlich so blöd, weil ich jetzt schon gedanklich woanders bin. Sehr schön, ist doch dumm. Geht ein bisschen, na egal, 12 Flakons. Geht schon. Ein bisschen aufpassen. Vielleicht kriege ich jetzt auch innen noch ein bisschen Schaden. Dann passt das schon. Okay, puh. Ruhe. Okay, Eldritch Götterfresser. Sehr schön. Schöner Start. Dieser fiese Strahl nach vorne. Verdammte Axt. Okay, jetzt schnell heilen. Boah, ich bin Fokus verloren. Das ist doch nicht gut. Weg hier. Und schnell hin. Okay, bei den muss ich noch ein bisschen. Ob es hier brennt, da sollte ich nicht unbedingt rein. Weg hier. Ausweichen. Nein, 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 nein. Ups. Ausweichen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, das geht immer bei ihr rund. Wie lange hält denn das an? Aber ich das unterbreche wahrscheinlich, oder? Das ist gechannelt. Aber das sah schon besser aus als der erste Versuch. Puh. Ob ich die Ritter hier vorne auch einfach ignoriere sonst? Guck, ob ich durchlaufen kann. Dieser Pfeilhagel aus dem Himmel hat mich ganz schön lange verfolgt. Da muss ich aufpassen, dass ich zwischendurch nicht zu viel Ausdauer verliere und dann nicht mehr sprinten kann oder so. Autsch. Okay, das war jetzt nicht ganz so hilfreich. Au, das hilft auch nicht. Ja, sehr witzig. Okay,
Okay, zwei Flakons schon mal weniger. Warum auch nicht? Guter Anfang. Aber vielleicht mache ich den Anfang dafür diesmal nicht ganz so scheiße. Oder vielleicht auch doch. Da hinten, okay. Ach komm, die sind scheiße, die... Okay, ist das... Dieser Dunkeltrupp kann immer weggehen. Sehr schön. Wo kommt sie? Wo kommt sie? Da. Ist auf dem Ausweichen nicht ideal. An der Seite weg. Nein, 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 nein. An der Seite weg, Martin. Schnell nicht von den Kugeln erwischt werden. Okay. Okay, das ist immer ziemlich ätzend. Da muss auch immer noch mal Schuss mit sein. Danke. Ja, reicht mit deinem Geklitze. Okay, da muss ich raus, da muss ich raus, da muss ich raus, da muss ich raus. Renn, 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 renn. Bin gar nicht sicher, ob mir der Schild irgendwann mal geholfen hat. Ob ich nicht lieber im Zweihandmodus kämpfe. Boah. Ob ich nicht lieber im Zweihandmodus kämpfe gegen den Boss und... Okay, die Ritter ignoriere ich hier nicht. Das nervt so, wenn mir die Ausdauer gerade hingeht. Natürlich trifft er mich immer noch. Nein! Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Kann man ja auch mal machen, ne? Achso, eine Waffenverzauberung soll ich auch noch drauf machen. Stimmt schon. Ja, gute Idee. Es dauert halt zwar mal kurz und es hält nicht so arg lang, aber das kann ich auch noch machen, das stimmt schon. Ja, richtig, richtiger Einwand, das habe ich extra auch mir in die Schnelltaste gelegt. So, in dem Kampf brauche ich den Schild eigentlich gar nicht, der hilft mir nichts gegen die ganzen Angriffe. Guck mal, was ich noch für Varianten habe. Ich probiere es mal damit. So, das geht immer echt nur kurz. Sehr witzig. Okay, der droppt mal gleich seinen ganzen Haushalt. Da wollte ich mich nicht heilen, weil ich nicht so viele vergeben wollte. Jetzt sterbe ich hier unnötig. Aber ich, unter 30% komme ich eh nicht. Ich habe überlegt, ob ich irgendwas anders noch mache. Unter 30% komme ich eh nicht. Schild wegtritt.
Jetzt nehme ich auch mal Schluss mit lustig. Nun gut. Dann geht's hier halt weiter jetzt. Und tschüss. Man, das habe ich jetzt auch ohne unnötige Verluste gemacht. So, dann lege ich ein Schild weg. Okay, ich sollte nicht immer in dieser Suppe stehen bleiben. So viel habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Wenn er sich mal verschwindet. Nicht ausgewichen. So, heilen zwischendurch, damit ich nicht von einer Attacke erwischt werde. Okay, lustig wird's. Fuck! Nein, nicht richtig ausgewichen. Und weg hier. Und heilen. Oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Nein, lauf! Nein, nein, nein! Oh. Oh, dieser Pfeilhagel ist so bitter, aber ich bin zwischendurch noch paar von den Angriffen so knapp ausgewichen immer. Den kriege ich noch hin, den kriege ich. Oh, ist das bitter. Aber fast geschafft und mit der Zweihand-Variante geht es auf jeden Fall besser. Und ich habe gar keinen. Kann man die Blitze nicht benutzen? Okay, das ist das Erste. Und ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas anderes. Nee, ist schon alles genau richtig so. Ich muss beim Pfeilhagel. Na, der Pfeilhagel. Der geht auch ein bisschen, ich habe das Gefühl, wenn ich da gut ausweiche, durch das Wegrollen, dann kommt er manchmal nicht so schnell hinterher, der Pfeilhagel, weil er halt auch dann nicht so schnell den Bogen macht. Hatte ich das Gefühl, kann natürlich auch falsch sein, dass das nur so wirkte. Aber natürlich gibt er mir noch einen mit. Was soll das denn? Und die Waffe buffen, ja. Das habe ich. Mit einer gebufften Waffe hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Stimmt schon. Warum denn? Das ist doch kein Anfang, der okay ist.
Erstmal den Dingern wieder ausweichen. Au. Nein. Ich sehe gerade nichts. Heil dich. Komm! Yeah! Sauer! Boah! Boah! Puff! Nice! Boah. Okay. Ich lege mal den richtigen Ring wieder an. Den Schild kann ich ja manchmal aufbehalten. Ich habe so ein Herzklopfen gerade. Wahnsinn. Und die Fackel lege ich auch wieder an. Das war so knapp. Zweimal mit meinen Lebenspunkten. Hier wabert alles. Und hier geht's irgendwie weiter. Das guckt man. Oh, hier. Die sich selbst bewegenden Sachen. Sehr schön. Mein Herz klopft so sehr. Wahnsinn. Okay. Ich werde jetzt mal gucken, was ich mit der Boss-Seele bekomme und den Boss auf seinen Thron setzen. Das sieht auch mal cool aus. So. Aldridge. Ich finde vor lauter Stress schon die Throne nicht. Das ist der Thron von Aldridge. Mal gucken, was der Lutlef dazu sagt. Aha, thou return. And a fine day it is. So, ah, most illustrious, fine Kim and oh. Schade, fände ich schon ein bisschen cool, wenn sie was Neues sagen, auch gerade wenn man so einen anderen Lord of Cinder gekillt hat. Gucken, was ich für die Seele bekomme. Aldridge, Lebensjagdsense. Stiehlt Gegner mit einer illusorischen Sense Trefferpunkte. Finstermond Langbogen. 7, 16, 10 Glaube. Der goldene Bogen des Finstermonds Wendelin. Der allmählich von Aldridge verschlungen wurde. Er ist von mächtiger Magie erfüllt, die durch die Verwendung von Mondlichtpfeilen entfesselt wird. Fertigkeit Finstermondpfeil. Erfüllt den angelegten Pfeil mit der Essenz des Finstermonds, wodurch er magischen Schaden verursacht und Schilde durchschlagen kann. Na dann. Leveln bei... Obwohl, ich kann mal gucken, ob ich nicht gleich zwei Level holen kann.
Na, 72 reicht nicht für zwei Level. Very well, then take nothing. Stärke nochmal. Kondition. Nimm ruhig die Stärke, mein Gott. Bisschen mehr Schaden. Und dann brauche ich noch irgendwie 3000. Ich kann ein bisschen was verkaufen. Ich habe einige Sachen hier mehrfach. Sowas kann ich solche verkaufen. Blitzpfahl. Ist irgendwie ganz nett. 35 Glaube, will ich aber im Leben nicht haben. Ist irgendwie ganz nett, dass ich die da habe, aber. Große Zauber, das finde ich ganz cool. Bräuchte ich halt 15 Intelligenz mal. Große Heilung, Rat suchen. Vielleicht tausche ich das auch mal. So, ich habe zumindest. Das habe ich auch noch. Das Kathedralenritterschild habe ich doppelt. Für das Fume Ultra Greatsword kriegt man nur 100 Seelen. Hier noch irgendwas doppelt von den Diakonen vielleicht. Ja, gut, jetzt habe ich ein paar, das ist aber auch nicht so wahnsinnig viel. Könnte aber dann schon reichen. Hier irgendwas doppelt. Den Rock habe ich auch mehrmals. Das könnte sogar schon reichen. Schauen wir mal. Dass ich noch ein Level hole, bevor ich da weitergehe. Nee, es fehlen noch 800 Seelen. Wie kann ich mir jetzt noch 800 Seelen kurz besorgen. Aha. 20.000 kriegt man dafür. Wenn man sie benutzt, weiß ich gar nicht, wie viel man dafür kriegt, wenn man sie benutzt. Wurfmesser, das behalte ich alles mal. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas doppelt, was ich nicht brauche. 99 davon. Kann ich ruhig mal 8 weggeben. Kriegt man so schnell wieder. So. Da habe ich so viele von. Weiß eh nicht, wohin damit. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Very well, then take not. So. Ich muss mal mein Schwert weiter aufleveln, dass es besser skaliert. Ja, damit ist also einiges geschafft. Ganz schön cool. Ich überlege gerade, ob irgendjemand was vielleicht zu sagen hat oder was Neues. Aber Juria ist ja immer noch nicht da. Auch nicht jetzt. Vielleicht jetzt, Juria. Sieht nicht so aus. Der Jol liegt da aber noch rum. Juria ist noch nicht aufgetaucht. Hat die was Neues zu sagen mit dem zweiten Lord of Cinder? Nee. Finden sie alles auch nicht so spannend. Keiner weiß, das hier zu würdigen. Meine Taten. Können sie ruhig ein bisschen drüber staunen. Dann halt nicht. Reise ich mal zurück, mache eine Pause und wir sehen uns gleich nach der Pause wieder. Ich glaube, hier habe ich. Oh nee, stopp mal. Ich müsste eigentlich hier nochmal. Nee, stopp. Eigentlich müsste ich hier mal beim entfernten Anwesen weiter, bevor ich bei Aldridge weitergehe, oder? Ich glaube, da erkunde ich mal weiter jetzt. Beim entfernten Anwesen, da habe ich ja eigentlich noch was offen. Aber das erst nach der Pause. Bis dann.